Liebe Leute, herzlich willkommen hier auf der YouTube-Präsenz der Antilopen-Gang. Mein Name ist Alex Barbian und wir sind hier heute in Berlin an einem nasskalten Sonntagnachmittag in der Currywurstbude. Ich stehe hier zusammen mit zwei Meistern ihrer Fächer. Zum einen mit dem DIY-CEO, dem Fußballweltmeister, dem Rap-Soldat, dem Sprachgenie, dem pensionierten Feuerwehrmann, dem Erfinder des Trap, dem Drittplatzierten der Mathe-Olympiade 2014, dem Endgegner von Pete Doherty, Panikpanzer. Und mit Martin Seliger, der vielleicht nicht ganz so genial ist, aber immerhin Doktor. Herzlich willkommen. Ich bin Privatdozent. Ja, schön, immerhin was. Schön, dass wir uns hier treffen. Kannst jetzt nicht mithalten irgendwie, ne, mit dem Lebenslauf dieses Mannes, um den es heute auch hauptsächlich gehen wird. Denn wir sprechen über ein Buch, das ihr beiden gemeinsam geschrieben habt, über den besten Menschen der Welt, der ja du bist. Das bin ich. Panikpanzer. Richtig. Erzählt doch mal kurz, was ihr beiden überhaupt miteinander zu tun habt, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt hier euer gemeinsames Debüt veröffentlicht. Ich wurde irgendwann eines Tages irgendwie kontaktiert von Martin Seliger, als ich noch in Aachen gewohnt habe. Wir kennen uns aus dem Hip-Hop-Partisanenforum. Ja, aus dem Hip-Hop-Partisanenforum, ob wir mal zusammen ein Bier trinken wollen. Hm? Und ja, dann habe ich ihm erst unter einem Vorwand abgesagt, weil ich zu soziophob war und irgendwie Angst hatte, eine mir nicht bekannte Person auf ein Bier zu treffen. Und dann habe ich gesagt, doch, ich mache das doch. Und habe das nicht bereut, weil daraus hat sich dann eine langjährige Freundschaft entwickelt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch in Aachen, im Café Kittel war das, glaube ich. Ah. Und waren dann noch im AZ und haben eine Schlägerei beobachtet und so. Das war ein ganz toller Abend. Ja, ja, jedenfalls habe ich Martin damals kennengelernt und wir haben viele Jahre dann sind wir durch Kneipen gezogen und haben verrückte Dinge gemacht. Und dann hatten wir irgendwann vor 2 Jahren haben uns auf ein Bier verabredet. Und er hat mir erzählt, wie schlecht er den heutigen Panikpanzer findet und wie gut er den damaligen fand, der halt so Lines gerappt hat wie ich komme im schwarz und goldenen Bühnenoutfit auf die Bühne, Punks fühlen es überhaupt nicht. Ja. Und dass man das doch eigentlich mal zu einem Buch machen müsste und dann eine Biografie draus machen müsste. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf Martin, irgendwann hat uns mal der Riva Verlag angeschrieben. Selbstverständlich, als wir damals das Platz-1-Album der Antilopen-Gang hatten, kam sofort eine E-Mail des Riva-Verlags, weil sie da die große Kohle gewittert haben. Und den Kontakt habe ich dann wieder bemüht und habe gefragt, ob die Panikpanzer-Biografie rausbringen wollen. Ja. Und die Antwort war ja. Und dann haben wir gesagt, komm, das schreiben wir zusammen. Und so ein bisschen inspiriert von diesen etwas älteren Panikpanzer-Lines, die halt noch so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen absurder inszeniert habe, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, schön beschrieben. Um das jetzt vielleicht nochmal festzuhalten, also dieses Buch kreist ja um dich und deine Abenteuer. Das ist eine Autobiografie. Genau, und du, Martin, hast dann quasi als gar nicht mal so unsichtbarer Ghostwriter daran mitgewirkt. Ja, ich hab am Anfang mich auch gefragt, ob das sinnvoll ist, weil auch noch gar nicht so klar war, was das für ein Format wird. Ne? Das ist ja jetzt, muss man sagen, eigentlich ein absurdes Buch, so, also weil wenig, was da drin steht, stimmt ja. Es ist ja, irgendwie hat sich so dann im Schreibprozess zu was entwickelt, was, als dass es gar nicht so geplant war. Wir hatten, glaube ich, am Anfang ja gesagt, soll so ernsthafte und witzige Elemente beides beinhalten. Und davon haben wir uns eigentlich so relativ weit entfernt, jetzt würde ich sagen. Und da das mit der Wirklichkeit gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern eigentlich eher ein Kunstobjekt ist, würde ich fast sagen, finde ich es okay, damit mit draufzustehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber wenn es jetzt ein echtes Buch gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also es ist, ja, das ist ja schon kurios, du arbeitest ja in der Regel eigentlich wissenschaftlich und jetzt plötzlich findest du dann ja doch im Unterhaltungssegment statt in Form dieses Buchs. Ja, das ist komisch. Ich finde das auch komisch. Also, aber ich würde nicht sagen, dass, vielleicht hätte man es Martin Schittler oder so nennen sollen, aber ich finde den Namen so blöd. Ich mag den nicht. Welchen? Martin Seliger oder Martin Schittler? Nee, Martin Schittler. Ich wollte mich nie so nennen, weil das, eigentlich möchte ich meine seriöse Arbeit nicht mit sowas hier in Verbindung gebracht wissen, weil das natürlich was ganz anderes ist.
Ja. Aber gut, wir sind alle, wir können ja nicht aus unserer Haut raus. Genau, ich glaube auch, das ist es. Das ist es. Ja, wir legen ja doch in der Literaturszene auch großen Wert darauf, Neuerscheinungen irgendwie einzuordnen in die verschiedenen Gattungen, in die literarischen Genres. Und das fällt jetzt in dem Fall natürlich extrem schwer. Du hast es gerade schon angedeutet. In meiner Wahrnehmung ist der beste Mensch der Welt irgendwie eine Mischung aus Krimi, aus Familienromanen, Science Fiction, Reiseführer, Thriller, Sachbuch, Lebensratgeber, Biografie, Heldengeschichte, griechische Sage, Tatsachenroman. Also der das betreut hat, der hieß Programmleiter Sachbuch. Ah ja, und wenn der, das war immer so die E-Mail-Signatur, und manchmal, wenn ich die E-Mails gelesen habe, dann unten dann so gelesen habe, Programmleiter Sachbuch, habe ich mich auch immer gefragt, ist das eigentlich ein Sachbuch? Aber wo würdet ihr das einordnen, und wenn das Ding jetzt demnächst im Buchladen steht, in welcher Abteilung wird es denn zu finden sein? Das ist eine gute Frage, das kann ich überhaupt nicht einordnen, weil wie du sagst, es ist so, es ist nicht einordnenbar. Und eigentlich sollte das Buch mal heißen, Der Mann Panik Panzer, ein Ratgeber. Und insofern sollte es auch mal so eine Art Ratgeber werden. Wir haben uns nur, also ne, es, auf dem Weg dahin ist es, sind die Ratgeber-Elemente nur noch spärlich verteilt in dem Buch. Ja. Ich finde aber schon, man kann so viel daraus mitnehmen, dass es am Ende eigentlich ein Sachbuch ist. Ja. Ja. Also und Ratgeber auch allemal. Also aber es ist vor allen Dingen eine Autobiografie, finde ich. Ja. Ja. Mein Lieblingstitel war dieses, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das war Ich bin wie Jeff Bezos. Und auf den kommen wir noch zu sprechen. Ach so. Ja. Nö, auch, zeig da, ja, also habe ich dir ja schon gezeigt. Ja, ja. Aber das wollte der nicht, weil er sagte, dass der Jeff Bezos dann eventuell seine Persönlichkeitsrechte verletzt sehen könnte. Ja, ja. Was ja auch durchaus möglich ist. Aha. Könnte passieren. Okay, aber wenn man dieses Buch jetzt liest, Der beste Mensch der Welt, dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, warum du, Panik Panzer, nicht schon viel früher mit deinen Memoiren an die Öffentlichkeit gegangen bist. Es ist ja wirklich kaum zu glauben, was in deinem verhältnismäßig kurzen Leben schon so alles passiert ist. Warum ist in deinen Augen jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen, dieses Werk an die Öffentlichkeit zu bringen, die Leute an deiner Geschichte teilhaben zu lassen? Weil ein unheimlicher Druck auf mir lastet. Es fragen ja wirklich seit vielen, vielen Jahren Leute nach meinem Soloalbum. Und das wird ja auch irgendwann nochmal kommen. Und ich merke, je älter ich werde, desto näher rückt dieses Soloalbum. Und ich fand es auch wichtig, dass vor meinem Soloalbum erstmal meine Biografie kommt, weil ich das von der Reihenfolge her einfach schlüssiger finde. Ja. Und ich dachte, wenn jetzt schon irgendwie der Druck immer größer wird und man damit rechnen kann, in den nächsten Jahren erscheint wirklich das erste Panik Panzer Solo-Album, dann muss das vorher passiert sein. Und deswegen fand ich eigentlich den Moment ganz gut, das jetzt rauszubringen. Das war eigentlich ja bei Bushido auch so, dass man durch dieses Bushido-Buch, das dann 2007 oder 2008 erschien, eigentlich viele Sachen erst so richtig verstand. Stimmt, ne? Mit dem Katzbach-Café und so. Ja. Und das waren so Hintergrundinformationen. Mhm. Ich habe es noch nie so gesehen, aber eigentlich ist das, macht das natürlich das Musikhören dann auch interessanter. Das Buch rollt den roten Teppich auf, auf den Weg zum Soloalbum, zum Panik-Panzer Soloalbum. Wirklich, mir gefällt das total gut. Ich glaube, so habe ich auch damals den Verlag angeworben, dass ich der erste Rapper bin, der seine eigene Biografie rausbringt, bevor er eine Solo-Veröffentlichung hat. Das ist einfach. Gab es, glaube ich, vorher noch keinen. Das finde ich einfach eine wunderschöne Reihenfolge. Ja. Bushido ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir hier nämlich auch die Frage aufgeschrieben, inwiefern euch die Biografiebände anderer RapperInnen, denn als solchen kennen dich die Leute ja zumindest bis jetzt hauptsächlich und vordergründig im Schreibprozess motiviert, vielleicht auch inspiriert haben. Das ist tatsächlich, das hätte ich eben noch dazu sagen sollen, das ist auch eine Sache, die uns eint, dass wir beide große Fans von Rapper-Biografien sind. Ich glaube, tatsächlich gelesen hat Martin mehr Biografien als ich. Ich glaube, der hat alle relevanten Rapper-Biografien gelesen. Ich sammle sie zumindest und habe mir immer vorgenommen, sie zu lesen. Aber ich habe, also teilweise stehen sie einfach in meiner Sammlung und ich habe sie noch nicht angefasst. Also Koya hat mir zum Beispiel zum letzten Weihnachtsfest, nee, vorletztes Jahr, Weihnachten 21, hat er mir die Shindy-Biografie geschenkt, die habe ich leider noch nicht gelesen. Die habe ich auch nicht gelesen. Also die einzige, die mich auch gar nicht interessiert. Mich interessiert die, ich werde die auch noch lesen.
Aber ich bin wirklich großer Fan, und das sage ich jetzt gar nicht, das sage ich gar nicht ironisch, von der Xatar-Biografie. Ja. Die fand ich unfassbar gut und kurzweilig zu lesen. Übrigens auch, und auch null Ironie, dieses MC René-Buch, wo der mit der Bahncard 100 durch Deutschland fährt. Ich war völlig überrascht damals, wie gut man das lesen kann. Aber beide Bücher, also sowohl die Xatar-Biografie als auch die MC René-Biografie, haben so jeweils ein Kapitel, wo eigentlich jeder Leser stutzig wird und sagt, das stimmt hier so nicht. Und das fand ich aber super. Und da dachte ich, so könnte man es auch machen. Also einfach die tatsächliche Biografie einfach so ein bisschen ausschmücken, dass sie interessanter ist und dass man vielleicht der Leser jetzt auch nicht immer weiß, wo ist das denn jetzt hier wahr und wo nicht. Ja, so. Ja. Okay, Martin, dazu noch was zu sagen? Rapper-Biografien, was war denn die liebste? Auch Xatar. Xatar, ja. Die ist gut. Also ja. Xatar ist wirklich gut. So, und viel ist natürlich auch so Trash, so, aber das würde ich jetzt bei, was auch gut ist, so, aber Xatar ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und so, also ich bin sehr gespannt auf Haftbefehl. Die wird ja seit Jahren immer wieder angekündigt. Stimmt. Und verschoben. Ich kann mir vorstellen, dass die auch wirklich gut wird. Ja. Und sonst, ach, die sind alle, ich meine, die sind ja auch alle relativ ähnlich, muss man sagen, außer Flair, alle so. Junger Mann mit Migrationshintergrund schafft es, gegen Widerstände im Schwarzmarkt und dann im Rap-Geschäft erfolgreich zu werden. Das, Schwester Eva fällt noch aus der Reihe. Du hast recht. Ne? Du hast absolut recht. Und das ist einfach, das ist ja das Standardformat in so Gangster-Rap-Selbstinszenierungen irgendwie. Und das klappt ja auch immer wieder. Also irgendwie ist es immer wieder cool. Ja. Ne? Ja. Ja, tatsächlich gibt es jetzt auch hier viele Parallelen zu den Biografien anderer RapperInnen. Du hast dich früher viel auf Cyphers rumgetrieben, das wird hier beschrieben. Bist Experte in der Rauschmittelherstellung, wie ja auch viele andere Rapper und Rapperinnen. Hast eine Haftzeit hinter dir, die durchaus ihre Spuren hinterlassen hat. Da muss man auch dazu sagen, es gibt ja, wenn man bei Google einen Suchbegriff eingibt, dann macht Google ja Vorschläge. Martin will jetzt ein Getränk holen. Macht Google Vorschläge. Kann ich zwei Bier haben, was bitte? Man vielleicht weiter noch ansucht, also was zwei so an Keywords man dazu noch suchen will. Ja. Und wenn man Panikpanzer eingibt, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das war früher immer so, dann kommt als Frage Knast. Panikpanzer Knast kam da immer. Das hab ich schon immer sehr geliebt. Ja, jetzt erfährt man mehr über diese Episode deines Lebens. Das hat eventuell mit einer Zeile eines ganz, ganz alten Danger Dan Songs zu tun, dass Leute wissen wollen, ob ich denn wirklich mal im Knast war. Und im Gesiebte Buch, Luft. Gesiebte Luft heißt der Song, genau. Und jetzt in dem Song, in dem Buch erfährt man jetzt die Wahrheit über meinen Knastaufenthalt. Ja. Hat denn dieses Buch auch die Funktion, dich im Realness-Abgleich mit deinen Rap-KollegInnen aufzuwerten? Nee. Ich glaube, das Buch kann meine Realness nicht irgendwie steigern, weil du hast es ja gelesen und... Ich glaube eher, dass mir das Buch Probleme bereiten könnte am Ende des Tages. Nein, Probleme aller Art. Aller Art, ja. Ich glaube meine Authentizität wird angezweifelt werden, auf jeden Fall. Es wird Leute geben, die sagen, dass ich lüge in diesem Buch. Und es wird bestimmt auch Leute geben, die Persona Panik Panzer, die in diesem Buch beschrieben wird, die mitunter reaktionär finden oder ja, nicht ganz zu Unrecht. Oder danke sehr. Also auch Ihnen. Politisch fragwürdig. Teilweise vielleicht auch chauvinistisch. Da stellt sich dann die Frage, wen habe ich da beschrieben? Also bin das wirklich ich? Oder ist das Buch nicht dann doch teilweise einfach ab und zu so aus den Rudern ist gelaufen, so die ganze Geschichte? Ja. Genau, was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass sich hier und da Widersprüche ergeben, wenn man sich dieses Buch durchliest, gerade wenn man es chronologisch liest. Ich wollte noch mal kurz sagen, Folgefehler. Ich fand die Biografie von AK außer Kontrolle, die ist auch sehr gut. Aber ihr wollt ablenken, weil ich Widersprüche aufdecken möchte. Ich war gar nicht dabei. Okay, ich halte das über Strategie. Ich war gar nicht dabei. Wie würdet ihr denn jetzt damit umgehen, falls irgendwelche InvestigativjournalistInnen versuchen würden oder versuchen sollten, Teile der Darstellung deiner Lebensgeschichte zu widerlegen? Als Mann der Wissenschaft würde ich das natürlich unterstützen. Also, wir sind ja dazu da, Wahrheit und Falschheit systematisch auseinanderzuhalten. Ja, also so ein anlassgebender Punkt wäre vielleicht der
angebliche Fakt, dass du auf Inlineskates den Globus umkreist hast, weil das kann ja gar nicht gehen. Da habe ich mir gedacht, da ist ja auch mehr dazwischen. Und alles. Ja, das ist metaphorisch gemeint an der Stelle. Okay, weil da würde ich jetzt ansetzen als Investigativ-Dorn. Ja. In welchem Kapitel ist das? Boah, in welchem Kapitel ist das? Irgendwo in der Mitte war das. Ich glaube, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das ist eher so eine Aneinanderreihung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das gesagt haben. Das ist an der Stelle, wo es auch heißt, du hättest die Tour de France dir angeschaut, wo Jan Ullrich ungedopt gewonnen hat. Das ist ja wiederum ein Fakt. Ich glaube, es geht darum, es geht inhaltlich darum, ich könnte euch jetzt hier alles erzählen und dass ich schon alles gesehen habe, aber das stimmt nicht. Und dann sage ich, was ich halt wirklich gesehen habe. Und vielleicht habe ich da ein bisschen auf die Wahrheit eine Schippe draufgelegt, um das ein bisschen zu verstärken an der Stelle. Ist einfach als starkes Bild zu deuten. Genau, ich habe es verdichtet für die Leser. Okay. Du hast es gerade schon angedeutet, auch der politische Mensch, Panikpanzer, der sich als linksradikal, konservativ und liberal gleichzeitig beschreibt und selbstredend Mitglied in allen Parteien und diversen Bürgerbündnissen ist, wird im Buch beleuchtet. Ja. Auf der einen Seite wird aus dem kommunistischen Manifest zitiert und die Befreiung der Arbeiterklasse gefordert. Auf der anderen Seite werden wirklich massenweise neoliberale Phrasen gedroschen und der Polizei, der Bundeswehr, Jeff Bezos gehuldigt. Darf ich fragen, wie in Gottes Namen das zusammengeht? Politik bringt nur Streit und treibt die Menschen auseinander. Niemand will das eigentlich sehen, dass auf den Titelblättern irgendwelche Politiker sind und über langweilige Sachen reden. Man sollte lieber Fußballspieler dort abbilden oder Leute aus der Popmusik oder so. Dann hätte man direkt eine ganz andere Atmosphäre auch. Ja gut, aber jetzt gerade im Buch muss man ja schon feststellen, dass alles ein Stück weit politisch ist, ne? Es ploppt auch immer wieder auf. Die Politik ist auch ein roter Faden, der sich durchzieht. Ja. Ich erinnere mich, ich habe ja diesen DIY-CEO-Track irgendwann rausgebracht und da gab es viele Kommentare, dass Leute das als neoliberal empfinden, was ich da erzähle. Ja. Und da wollte ich auch noch mal ein bisschen Zunder ins Feuer werfen, weil nur wer sich interessant macht, der kann auch erfolgreich sein am Ende. Ja, und du schilderst dich ja auch gerade in politischer Hinsicht so ein Stück weit als Everybody's Darling. Du willst es ja dann doch irgendwie allen recht machen und dir eigentlich keine Wege versperren lassen. Und das Lustige ist, an der Stelle ist die Person Panikpanzer, die im Buch beschrieben wird, wahrscheinlich mehr an der Realität, als die meisten Leser denken würden. Weil das Opportunistische, was da immer wieder durchblitzt, das habe ich in Teilen auch. Ich bin manchmal opportunistischer, als mir selbst lieb ist. Aha. Und vielleicht bin ich nicht immer so opportunistisch, wie ich im Buch erzähle, aber das stimmt schon ein bisschen hier und da. Ja. Martin, eine Frage an dich. Inwiefern ist der Autohof auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart die ortgewordene politische Utopie? Ein Markt der Möglichkeiten, meinst du? Ja. Also, kann ich eine andere Frage beantworten? Ja, natürlich. Es ist kurios, was sich da auf der Autobahn A8 zwischen Ulm und Stuttgart abspielt, denn da scheint ein Auto zu sein. Du berichtest ja phasenweise aus deiner Zeit als Fernfahrer. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da gibt es so gut wie alles. Da haben wir nicht klar. Ja, da gibt es einiges auf jeden Fall. Und ich glaube, die Aufzählung, was es da gibt, das nimmt am Ende im Buch auch fast zwei Seiten ein. Und ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass wir irgendwann gemerkt haben, wir nähern uns der Zielgeraden. Ja. Also vertraglich festgelegt waren, glaube ich, 200.000 Zeichen, kann das sein, in etwa, mit Leerzeichen oder so. Aha. Wir sind auf 200 Seiten. Wir haben ziemlich exakt 200 Seiten geschrieben am Ende, 200 Buchseiten. Ja. Mhm. Im üblichen Satz des Riva Verlags. Es wurde viel geschwärzt, aber das stimmt. Das wurde tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich will das noch kurz sagen. Also, wir haben dann irgendwann gemerkt, wir nähern uns der Zielgeraden. Wir sind aber vielleicht auch ideenlos und man kann die Witze auch nicht mehr pausenlos wiederholen. Und dann haben wir einfach Zeichen geschunden. Geballert. Und Zeichen geballert. Und dann wird aus so einem schnöden Autohof auch einfach mal etwas, wo halt ein bisschen mehr passiert und ein etwas unwirklicher Ort vielleicht auch. Mhm. Einfach dadurch, dass man relativ ausgiebig davon erzählen kann, was dort alles stattfindet. Okay. Genau. Bedeutet, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, dass im Buch sicherlich auch viel mehr tatsächlich autobiografische Elemente enthalten sind, als man vielleicht denken würde, wenn man es liest.
Es gibt durchaus Dinge, an denen ich kaum zweifle. Zum Beispiel, dass du viel Zeit in autonomen Zentren verbracht hast. Oder einen Rackelhahn besitzt. Jan Ulrich die Tour de France ungedopt gewonnen hat und du da auch dabei warst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch alle Brausen getrunken hast, die es auf der Welt so gibt. Weil das kann ich bezeugen. Ja. Tatsächlich gibt es auch eine Geschichte, die Parallelen zu einem Antilopen-Song von 2015 oder 14 aufweist. Das ist diese Bodybuilding-Drogen-Story, die du erzählst. Verbringst du gerade Zeit in Köln? Ja. Und ich musste an Stimmen aus dem Sumpf denken. Ein Song, in dem du das eigentlich auch geschrieben hast, vor 8 Jahren oder so. Ja, ja, das ist auch eine Zeit, in der ich viel mit Martin Heliger unterwegs war. Ja. Dann waren wir bei McFit tatsächlich auch immer. Du bist zusammen. Auch mit? Wir waren mit Julian und Tobi immer bei McFit in Kalk. Also das stimmt auch, was er in dem Lied sagt. Genau, ja, Club, auf der Clubtoilette blieb deine McFit-Karte liegen. Ja. Weil das irgendwie schon auch eine extreme Zeit war, ne? In genau, vielerlei Hinsicht. Das war exzessiv. Das hast du jetzt schön formuliert. Ja, das war extreme Zeit. Das war wirklich eine wilde Zeit, aus der ich auch dann also auch zehren konnte, um daraus zu berichten. Also es gibt auch auf dem Antilopen-Album, auf dem letzten Abbruch gibt es den Song Der Ruf ist ruiniert, wo meine Strophe im Prinzip auch größtenteils in Köln spielt und in dieser Zeit spielt, in der ich ganz viel mit Martin irgendwie unterwegs war. Ja. Und ja, wir haben einfach ich hab mal gesehen, viel Quatsch gemacht, aber gleichzeitig auch versucht, unser Leben im Griff zu haben. Also wirklich. Ja. Ne? Und während wir dann irgendwie in der einen Nacht so halbnackt in Ehrenfeld fast aufs Maul bekommen haben, standen wir halt wirklich am nächsten Tag wieder im McFit und haben versucht, irgendwie zumindest in der Spur zu bleiben. Und insofern enthält dieses Kapitel tatsächliche autobiografische Elemente. Ja. Ja. Es gibt auf der Venloer Straße so ein Reisebüro, da hat der Tobias ein Fahrrad. Der hat das genommen, das in die Schaufensterscheibe von dem Reisebüro so reingeworfen. Und man konnte so richtig sehen, wie sich diese Scheibe so bog, ne, so ganz, ja. Die wölbte sich so richtig und dann spuckte die das Fahrrad so zurück. Das ist so ein Bild, das ich nicht vergessen werde, weil ich nicht gedacht hätte, dass so eine Scheibe sich so weit biegen kann. Und die hat es dann so richtig so zurückgefedert. Physik. Und ich glaube, das sagst du auch in so einem Lied. Ne? Das sagst du in einem Lied und das wird auch im Buch beschrieben. Also genau, gerade in dem Kapitel hatte ich das Gefühl, da geht es wirklich, das ist biografischer Text. Mitunter, ja, auf jeden Fall. Ob ich jetzt wirklich mit dem Techno-Wikinger wirklich mit dem Wikinger irgendwie auf irgendwelchen Wikinger-Wettkämpfen war, das sei mal dahingestellt. Aber da gibt es dann echte Elemente tatsächlich. Und von diesem Fahrradwurf, ich weiß davon gar nichts mehr. Da haben ganz viele Leute das im Nachhinein so aufgebauscht als so eine ganz tolle und abgefahrene Geschichte. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das gemacht habe, aber ich hab's wohl gemacht. Nee, so toll war das nicht. Es, an sich. Es ging wirklich um das Bild. Das war, wo wir mit den Schittlers in dem Klosterstück, in diesem einen... Ja, da nahe Bahnhof Ehrenfeld. Ja, und das war so außerhalb von dem Ring und das war im Mai 2014, glaube ich. Wow, okay. Oder 13. Ich weiß es nicht. Einfach in allen Hinsichten sehr extreme Zeit meines Lebens, wo ich dann entsprechend einfach manchmal irgendwie ein Ventil brauchte und einfach am Zeiger gedreht bin. Ja. Und da war Martin immer ein sehr dankbarer Partner für mich. Ich fand das immer so krass. Du hattest so ein Comfort-Food irgendwie. Du hast immer so eine Pizza mit ganz viel Käse und Gyros bei diesem einen Laden. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, wenn es dir gar nicht gut ging, dann hast du immer diese riesige Pizza mit diesem Käse und dem Gyros gegessen. Dass du das weißt. Ja, das weiß ich noch. Das ist ja abgefallen. Ja. Ja, das war Pizza Athena. Ja. Die habe ich im Imbiss Athena in Köln-Deutzen immer geholt, weil ich da drüber gewohnt habe. Und das war wirklich eine absurde Pizza, weil du hast den Karton hochgenommen und musstest schon lachen, weil der so schwer war. Und dann habe ich mir noch immer Tzatziki dazu und habe die Pizza da reingedippt und danach ging es einem richtig schlecht. Trinkst du das noch? Weil egal, ob man vorher Hunger hatte oder nicht. Dankeschön, mein Lieber. Egal, ob man vorher Hunger hatte oder nicht, man war auf jeden Fall, man hatte Schmerzen danach. So, und das war auch im Prinzip eine sehr autoaggressive Zeit. Also dieses in die das sehr reinpasst, dass man auch eine Pizza eigentlich nicht isst, weil man Hunger hat oder so, sondern einfach, weil man danach Schmerzen also haben diese, will und diese, sich spüren diese Pizza will essen, das hatte das war irgendwas total aufgeladen, das weiß ich nicht. Ja, total. Wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich habe das auch immer gedacht. Ja. Irgendwie hat diese Pizza war total eklig. Also ja, aber auch ehrlich gesagt, wie wir wirklich durch die Kneipen gezogen sind in Köln und es ist wirklich ein Wunder, dass wir
Einmal habe ich eine Schelle bekommen, da ist mir das Trommelfell geplatzt, tatsächlich. Aber dass wir nie so richtig aufs Maul bekommen haben, ist mir bis heute ein großes Rätsel, wie wir das geschafft haben. So. Ja, weil wir waren schon auf Scheiße. Sympathie-Träger, ne? Ja. Bei mir ist das durch das Schielen einfach so, dass Leute auch einfach Mitleid mit mir haben. Oder so. Und dann denkt, ach komm, lass den. Ja, komm. Lass den noch Papier trinken. Ja. Aber Martin, Tobi hat das gerade erklärt, dass du den jungen, den frühen Rapper Panik Panzer mehr gefeiert hast als den aktuellen. Das ist eigentlich ganz interessant. Inwiefern spiegelt sich denn der Panik Panzer, den du früher irgendwie lieb gewonnen hast durch seine Kunst in diesem Buch jetzt? Also ich finde den frühen Panik Panzer, gerade dieses zwischen Dogman und Foku zum Beispiel, oder also der hatte, oder den Schoppmann oder so. Ja, der Schoppmann. Der hat sowas Absurdes, ne? Also diese Figur, die wir hier entwickeln in dem Buch, die ist ja gar nicht so der Panik Panzer, den man aus den Songs kennt. Das ist ja mehr so ein, ach, kann ich auch eine Zigarette haben jetzt? Auf jeden Fall. Aber oh, natürlich. Das ist ja eine andere Figur. So. Also das ist ja hier so ein kleiner, reaktionärer, despotischer, selbstherrlicher, selbstgerechter. Mit Aggressionsproblem. Genau, das ist. Mich erinnert das ein bisschen an den Untertan von, wer ist denn der, Heinrich Mann oder so. Weil der auch immer sich so nach oben orientiert und manche Leute so total ver... Also, der ist so ein richtiger Radfahrer, der Panik Panzer, in dem Buch, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Und das ist... Und diese opportunistischen und ungerechten Momente, die hatte diese frühe Panik Panzer-Figur ja auch. So, dass ja. Ich laufe durch die Hut und will Kleinkinder abziehen. Ja. Leider haben sie nur Kreide und Bälle. Aber gut. Und das, also... Und das, ich glaube, wir haben so Facetten von dem genommen und das so sehr nochmal so zugespitzt. Ja, ne? Ja. Ey, es gab doch dieses Symposium, da hast du eine Kritik an der Antilopengang formuliert. Vor 3 Jahren war das, glaube ich, fast auf den Tag, würde ich behaupten. Kurz vor Corona. Ja, ne? Kurz vor Corona. Ja. Und ein Kritikpunkt, den du angebracht hast, war ja so diese, sag mal so diese... Schutzmauer, die Antilopengang um sich rum errichtet, von wegen, bevor man irgendwie so ehrlich ist wie Alarmsignal in Barrikaden, baut man lieber irgendwie so eine provokante Schutzwand um sich rum und behauptet, hier mal was und da mal was. Eigentlich passt dieses Buch ja sehr gut rein in diese Kritik, weil genau das passiert wieder, oder? Ja. Ja. Nur diesmal bist du beteiligt. Ja, ich hab ja nicht gesagt, dass man das nicht machen darf. Also ich habe ja nicht gesagt, man darf keine Witze machen, aber ich mache mich da jetzt auch mit gemein. Ja klar, das ist, wenn man so, das passt nicht zu der Kritik, die ich da geübt habe. Ja. Aber gut, das ist, der Mensch ist widersprüchlich in sich. Ich habe da heute Morgen auch drüber nachgedacht, was ist denn, wenn er mich das fragt, so, ne? Und dann habe ich gedacht, na ja. Also es ist ja auch nicht so, ach, wir haben jetzt keinen Bock darüber zu reden. Aber guck mal, es ist ja so, in dieser radikalen Linken, da gehen die Ansprüche und die Kräfteverhältnisse, die realen Einflussmöglichkeiten total weit auseinander. Alles das, was man so will, das kann man nicht erreichen, weil man dafür nicht stark genug ist. Und weil das sonst niemand anderen interessiert, lässt man seinen Frust darüber dann an anderen Linken aus. Ne? Also, ja. Und so erkläre ich mir auch die Kritik an der Antilopengang, und man darf das nicht so ernst nehmen. So, es ist ja nicht so, als wären die jetzt schuld, dass wir keine gute Klassenpolitik oder so hinkriegen. Da wäre jetzt auch ohne die Antilopengang nicht viel anders. So. Aber es ist trotzdem natürlich ein Teil davon, dass man irgendwie alles ironisiert und, ach, keine Ahnung, ich bin jetzt auch irgendwie gerade zu doof, das richtig zu erklären. Ich finde das aber auch in Ordnung. Ich stehe jetzt nicht hier und sage so, der hat mich erwischt oder so. Sondern so ist das halt mit den Widersprüchlichkeiten. Man kann die nicht immer auflösen, sondern manchmal muss man die auch aushalten. Und ist es auch mit dem Buch. Aber ich finde das in dem Buch nochmal, das hat ja auch irgendwie sowas,
sowas Realitätsverweigerndes. Ne? Man entzieht sich, man entzieht sich einfach der Wirklichkeit oder der Verpflichtung, irgendwie mit anderen Leuten vernünftig zu reden, dadurch, dass man nur Scheiße redet. Meine Freundin sagt das auch zu mir, meine Eltern sagen das zu mir, seit ich ein kleines Kind bin. Martin, du bist immer so albern. So, man kriegt ja aus dir gar kein ernstes Wort raus. Und das ist natürlich ein Teil von so einer Verweigerungshaltung der Welt gegenüber, dass man einfach nur Scheiße redet. Das stimmt. So, ne? Und das kann man auch mit Recht kritisieren. Und trotzdem muss man auch oft sich irgendwie der Wirklichkeit vielleicht entziehen. So dadurch, dass man, wenn man die gar nicht aushält, so indem man einfach alles ins Lächerliche zieht. Das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche und eine Bewältigungsstrategie irgendwie. Dass man sagt, ich lasse mich hier auf gar nichts ein. Ich erzähle nur noch Quatsch oder so. Ja, total. Genau. Und deshalb macht mir das Buch auch großen Spaß beim Lesen, weil ich genau diesen Effekt bei mir gespürt habe, dass ich das mal brauchte. Ja. So. Was mich allerdings ernsthaft schockiert hat, war der raue Ton, mit dem ihr euren LeserInnen begegnet. Und dein Panikpanzer an vielen Stellen thematisierter Fable für gewalttätige Auseinandersetzungen jeglicher Art. Kann es denn sein, dass mir das all die Jahre nicht aufgefallen ist, wie kurz deine Zündschnur ist? Groß, bitte. Ja, da lebe ich dann in der Figur im Buch etwas aus, was ich vielleicht in der Realität gar nicht so habe. Bin ja jetzt doch nicht so bekannt für meine Ausraster am Ende. Nee, eigentlich nicht. Aber das hat mir einfach gut gefallen, dass dieser Person, die da beschrieben wird im Buch, die zufälligerweise auch Panikpanzer heißt, dass man der das so... so und deren Sohn als, auch Panikpanzer heißt. Ja, der Sohn heißt auch Panikpanzer. Dass man ihr dieses Attribut so zuschreibt und dass der immer so aus der Haut fährt und die Leute anmotzt und so, das bräuchte ich vielleicht in echt manchmal mehr. Ich hab da was ausgelebt, was mir in echt fehlt. Ich empfehle auf jeden Fall der fiktiven Figur Panikpanzer ein Anti-Aggressionstraining, denn der geht schon ab und zu ganz schön schnell an die Decke. Es geht manchmal ein bisschen zu flott, muss man sagen. Ja. Es richtet sich oft gegen Bürgermeister. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es werden verschiedene Bürgermeister werden ja zur Strecke gebracht. Was übrigens auch, ne, da könnte man jetzt wieder denken, das ist kompletter Scheiß, den wir da erzählen, aber dass ich irgendwie so ein Problem mit der Figur des Bürgermeisters habe, geht auf eine echte Geschichte zurück, die auch beschrieben wird im Buch, wo ich tatsächlich, wo es um Spielgeräte in Bickenbach. Es ging um Spielgeräte in Bickenbach. Ja. Und diese Geschichte ist relativ nah an der Wahrheit, dass ich davon auch wirklich mit dem Bürgermeister im Gespräch war. Ich muss noch Auto fahren, Martin. Ach so. Und, aber es ist doch so ein Mietauto, das kannst du auch schon. Ja. Und ich glaube, seitdem hege ich einen echten Groll gegen den Bürgermeister an sich. Und das habe ich auch noch mal in dem Buch dann an allen Stellen rausgelassen. Der Bürgermeister starb. Ja. Die folgenden Szenen werden im Detail nicht dargestellt, weil sie von erschütternder Brutalität sind. Ja. Der Bürgermeister starb. Könnt ihr denn ungefähr abschätzen, wie viele Seiten euer Buch hätte, wenn ihr unsinnige Floskeln, Kalendersprüche und Markennamen ausgelassen hättet? Gar keine. Es sieht schon teilweise über Seiten. Ja. Aber es würde sich drastisch reduzieren. Ja. Auf jeden Fall. Mehr als die Hälfte wäre weg. Das hätte dann der Verlag aber euch nicht abgenommen. Richtig, wir haben ja vertraglich festgelegt, 200.000 Zeichen mindestens vereinbart mit dem Riva Verlag. Ja. Diese Sachen mit dem Riva Verlag, da würde ich auch gerne noch mal was zu sagen, weil das alles ja auch so ein Witz irgendwie für uns so war. Wir machen jetzt so ganz subversiv so ein Riva-Buch und geben da voll die Scheiße ab und dann haben wir so eine Guerilla-Aktion irgendwie als trojanisches Pferd, denen da so eine Kacke unterzujubeln und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil Riva uns natürlich dann am Ende doch massiv unter Druck gesetzt hat, das an entscheidenden Stellen irgendwie so zu machen, wie die das wollen. Und das haben wir total unterschätzt. Haben wir wirklich unterschätzt. Ich wurde auch gewarnt von verschiedenen Leuten im Vorfeld, dass das, also Leute, die meinten, das ist kein guter Witz,
in einem Verlag wie dem Riva Verlag ein Buch rauszubringen. Aber für mich war, also für mich stand das nichts anderes zur Debatte tatsächlich, weil so ein Buch kannst du nicht bei Rowohlt oder bei Kiwi oder so rausbringen. Das funktioniert nicht. Und wir sind ja wirklich Fans von Rapper-Biografien und die meisten davon sind im Riva Verlag erschienen. Und wenn, ich dachte, wenn das irgendwo erscheinen muss, dann im Riva Verlag. Und dann haben mich Leute genau davor gewarnt und haben gesagt, die werden das für sich ummünzen und du wirst mit denen nicht leicht haben und so. Und das habe ich nicht ernst genommen. Beziehungsweise Leute haben auch gesagt, du wirst eigentlich deinen Ruf beschädigen dadurch, dass du in einem Verlag wie im Riva Verlag, der auch Bücher wie die Kunst des Furzens oder so rausbringt oder so, dass du da wirklich was rausbringst. Und ich habe das nicht ernst genommen. Die Sorge mache ich mir jetzt natürlich mittlerweile auch. Aber in dem Moment, wo es ans Eingemachte ging, um Titel, Cover und so weiter, waren die Diskussionen mit denen sehr, sehr schwierig. Und alles, was man vorher sich so ausgemacht hatte, also das Buch sollte eigentlich auch mal heißen, Der Mann Panikpanzer, ein Ratgeber. Mhm. Und der Titel ging plötzlich nicht mehr. Und dann haben wir, gab es ein großes Hin und Her wegen des Titels, das auch fast dann dazu geführt hätte, dass das Buch nicht rausgekommen wäre. Und das hat sich dann fortgesetzt, als wir dann endlich einen Titel gefunden haben. Ich mag den Titel sehr gerne. Also übrigens, so sollte mein erstes Soloalbum oder meine erste Soloveröffentlichung immer heißen. Wir fanden auf jeden Fall alle, wir haben wirklich 40 Titelvorschläge gemacht. Wir fanden die alle scheiße, da waren geniale Titel dabei. Und der ist es dann geworden. Ich mag den auch, das ist ein guter Buchtitel, aber ich hätte es gerne eigentlich anders genannt. Und da hat man dann gemerkt, okay, es ist schwierig, weil die sagen, friss oder stirb. Nimm, hier hast du 3 Titel. Die haben die sich so aus unseren Vorschlägen zusammengezimmert und entweder ihr nehmt jetzt oder das Buch wird nichts. Und dann gab es viele Telefonate und hin und her und am Ende konnten wir uns darauf einigen und so. Aber das hat, das hat keine große Freude gemacht. Und jetzt neulich geht Martin auf Amazon, wo man das Buch schon vorbestellen kann. Ich gucke immer so, ich gebe immer meinen Namen bei Amazon selber ein, um mal zu gucken, was man dann so findet. Klar. Und diverse Bücher im Rennen. Ich glaube, das steht da immer noch. Ich gucke das jetzt einmal hier live nach. Gebt mal Dr. Martin Seliger generell mal ein bei Amazon, weil da begegnen euch auch seriösere Bücher als dieses hier. Und die haben Folgendes gemacht. Ich habe körperliche Scham. Du hast dich gefühlt wie nach Pizza Athena. Ich habe körperliche Schamgefühle gehabt, ja. Also Schmerzen. Und ich habe denen das auch so geschrieben, weil da nehme ich kein Blatt vor den Mund und habe gesagt, das geht so nicht. Ist es hier immer noch? Warte mal. Da wurde Tacheles geredet. Das musst du als Businessman ja auch drauf haben. Pass auf. Der ursprüngliche Titel war Der beste Mensch der Welt, wie ich es schaffte, die Spitze der Nahrungskette zu erklimmen. Und dann haben die das erweitert, diesen Titel, damit mehr Leute auf Amazon das finden und sie mehr verkaufen. Die haben Freundlichkeit mit Schwäche verwechselt. Witzige Autobiografie des Antilopengang-Rappers und Hip-Hop-Künstlers. Geniale Satire. Und da hat sich dann wieder gezeigt, okay, ich verstehe, ihr wollt das Buch verkaufen, weil ihr seid ein Verlag, der vor allen Dingen Bücher verkaufen will. Aber so funktioniert das nicht. Ihr beschädigt ja eigentlich mein Kunstwerk hier. Ja. Und so habe ich denen das auch geschrieben. Und wir sind da noch im Austausch drüber. Die werden das ändern. Also, meinst du, wenn da eine geniale Satire stehen würde, würden die mehr verkaufen? Vielleicht suchen ja Leute auf Amazon nach genialen Satire. Das ist ja. Ja, aber geniale Satire, wovon aber auch? Ja. Weil sie mich gefragt hat, ich habe ja nur so eine Fahne bekommen, eine sogenannte. Was wird denn auf diesem Klappentext draufstehen? Und wenn ihr es euch aussuchen könntet, welche Zitate werden da abgedruckt über euer Werk? Am besten da diese Mail vom Kolja. Wow. Ach so, ja, das hätte man eigentlich. es gibt, ich sag das jetzt einfach mal. Also mein Bandkollege Kolja ist jetzt auch nie Fan gewesen von der Idee dieses Buches und hat eigentlich, ehrlich, wenn man ehrlich ist, relativ hieb- und stichfeste Argumente gehabt, warum man das so nicht machen sollte. Ja. Und hat auch einiges schon vorhergesagt, was dann so eingetroffen ist, wie die Zusammenarbeit sich gestalten wird. Und der hat. Und es gibt so eine Nachricht von ihm, wo er wirklich genau das, was hier auf Amazon passiert ist, dass die das dann so als Satire verkaufen und so weiter und halt quasi das Projekt unterwandern sozusagen, dass das passieren wird. Und
eigentlich finde diese Nachricht, das ist eine WhatsApp-Nachricht an mich, die hätte ich ganz gerne auf dem Klappentext drauf. Ja. Aber es ist dafür zu spät. Ist zu spät, ne? Ja, aber das ist eine richtig schöne Kolja-Situation, weil er so ganz drastisch und in so einer ganz drastischen, klaren Art sagt, das ist total klar, genau das und das und das wird passieren. Und man denkt so, ja, komm, das weißt du jetzt schon. Aber es war genau so. Ja, krass. Meine letzte Frage, habt ihr Angst, dass Prinz Harry, der ja auch plant, seine Memoiren zu veröffentlichen, euch die Butter vom Brot nehmen könnte? Weil ich glaube, das fällt ungefähr ins selbe Zeitfenster auf dem Literaturmarkt. Oh, echt? Mhm. Oh ja. Ich gehe davon aus, ja. Ach, scheiße. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also der Panikpanzer, der im Buch beschrieben wird, der hat vor niemand Angst und auch nicht vor Prinz Harry. So. Aber ich als der jetzt hier steht, das ist schon schade. Ich würde mir nämlich schon sehr wünschen, dass das ein Bestseller wird am Ende, das Buch. Und ich finde, es trägt eigentlich auch das Potenzial in sich, ein Bestseller zu werden. Denn da steht ja nicht nur Schrott drin, sondern das ist ja stellenweise auch wirklich gut geschrieben. Ja. Ich warte da eigentlich schon lange drauf auf dieses Prince Harry Buch, weil ich in der Gala oder so wenig dazu zu dem Thema gefunden habe, wenig Substanzielles. Und jetzt gab es ja diesen Spiegelartikel sozusagen. Genau. Das war ja erst Karl Marx und dann Prince Harry in der Woche da drauf. Stimmt. Und der hat mich schon heiß gemacht. Nein, das muss man dann auch schon anerkennen. Das ist schon interessanter, was der Prinz Harry da hat. Das glaube ich. Spektakulärer wird es nicht sein. Es wird wohl einige, und deswegen hat er ja wohl länger gewartet mit dieser Buchveröffentlichung. Da werden wohl schon Geheimnisse enthüllt. Ne? Aber wir sind ja auch immer noch in Deutschland. So, und der Prinz Harry ist der Prinz von England. So. Ich wäre gar nicht so sicher, so, ob das so ist. Ja. Gut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für eure Zeit. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz am Ende tatsächlich, kauft dieses Buch, unterstützt den Riva Verlag mit seiner Kunst. Schon ein bisschen gewellt hier. Ja, es ist ein Dummy. Ich weiß gar nicht, was eigentlich drin ist. Das ist ein anderes Buch. Jürgen Brater, ich bin alt. Ich dachte, hier sind auch noch, also hinten drauf ist auch noch... Es gibt aber manche Riva Verlag, die Rapper-Biografien, die haben oft einen festen Einband. Den hast du hier... Kriegst du das? Bei euch wird es eher ein Taschenbuch jetzt. Oder? Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass es ein fester Einband wird. Ich hoffe, dass es ein fester Einband wird. Ich weiß nicht, was da. Das geht raus an den Verlag nochmal hier. Genau. Ja. 21.02. Dankeschön. Ja.